Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in der Redstone World beim Redstone Freizeitpark zusammen mit Janus. Grüß dich. Jo, hallihallo Leute, auch von mir. Noch einen Schluck Wasser getrunken. Gute Idee, mache ich auch nochmal eben schnell. Ja. Immer wenn man selber am Aufnehmen war. Ja, auf jeden Fall. Hier geht es bei uns nahtlos mit den Aufnahmen weiter. Ihr seht das Ganze mit Eintagesversetzung. So. Wir sehen, Janus war fleißig und hat das hier gebaut, die Hälfte unseres Gebäudes. Und es sieht wunderschön aus, Janus. Vergiss aber bitte nicht, dass hier alles ja doppelt nochmal hinkommt, so, ne? Ja, das ist geplant. Cool. Dann haben wir da eine schöne Symmetrie drin, so eine Vertiefung vom Dach mit zwei einzelnen Bereichen. So, ich habe hier diesen Eingangsbereich ein bisschen gestaltet, dass das hier alles so ein bisschen zusortiert ist. Und ich denke mir gerade so, in der Liebe steckt das Detail. In der Liebe steckt das Detail. Oder anders. Detail steckt die Liebe. Ich weiß es nicht. Jetzt, wo du es gerade sagst, bin ich mir sehr, sehr unsicher. Nee, es heißt schon, im Detail steckt die Liebe. Das war doof. Waterlogging in Minecraft. Kann man nicht mal. Can be a jerk. Kriegst du das mit den Commands, mit den Structure-Blöcken? Ja, das kriegen wir hin. Das ist das geringste Problem. Ich waterlogge den ganzen Teil mal ein bisschen. Ich finde das schön, wenn hier so ein bisschen Wasser integriert ist. Sieht noch schöner aus. So, man wird dann hier quasi, das ist so ein bisschen Leitsystem-Eingang. Man wird dann hier zur Kasse geleitet, kann dann hier bezahlen und geht dann hier links weiter dann zum Haupteingang, geht durch, schupp, und ist drin im Park. So, und jetzt ist es so, wenn man den Park verlassen möchte, geht man auch wieder hier hin, geht allerdings dann links durch diese Tür. Dann wird es hier so eine Art kleinen Shop geben, da kann man nichts kaufen, aber wir werden hier ein paar Regale einbauen und wie Janus schon sagte, mit den Player Hats werden wir so ein paar, paar Design-Elemente hier einbauen, also so ein paar, so ein bisschen so wie Süßigkeiten, wie kleine Figuren und so, da werden einfach hier links Regale aufgebaut, hier rechts, hier links und dann so, und dann steht hier vielen Dank für Ihren Besuch und hier ist eine Tür, durch die man rauskommen soll, die Janus nicht so cool fand. Genau, ich finde, das Problem ist immer bei solchen Türen, dass es teilweise sehr, sehr schnell passieren kann, dass die von der Größe einfach nicht passen. Zum Beispiel so wie jetzt wirkt das total komisch. Warum? Zu niedrige Türen für zu hohe Wände. Das passt vom Schnitt nicht. Ja, was man mal natürlich machen könnte, wäre Folgendes. Man könnte hier oben die Dinger hinsetzen, die man dann einfach per Debug-Stick. Upsala. Ich habe ihn wieder hingesetzt, sollte jetzt passen. Nur zumacht, ja, ist ja falsch. Upsala. Das ist nicht schlimm. So, dass man die zumacht, dann hat man natürlich eine etwas höhere Tür. Ja, nee, warte mal, ich muss mal überlegen, ob ich das hier irgendwie noch retten kann. Ja, es wäre schön, wenn wir eine Tür hätten. Es wäre auch cool, wenn es eine Tür ist, die nur eine Richtung geht, also Eisentür. Aber wir können auch eine Holztür nehmen, wir können auch tricksen. Dann tricksen mit Redstone-Skills. Janus, können wir die Tür so ein bisschen nach vorne setzen, so? Das wäre mir deshalb eine Freude, dann könnte man mich jetzt hier hinter die Eisentür verstecken. Dann sieht die Eisentür nicht mehr so doof aus. Warum kann man keine Türen übereinander setzen? Weil das nicht geht. Also das geht mit dem Command, aber du kannst sie dann nicht mehr öffnen. Ist ja nicht schlimm, die sollen hier oben ja auch, die sollen ja auch eigentlich zu sein. Nein, die. Dann hätte ich nämlich eine hohe Tür gemacht. Achso, eine hohe Tür hatte, genau. Eine doppelte übereinander. Kriegst du das hin mit Commands? Nö, aber warte mal. Doch, ich habe das doch schon bei Kroko oder so gesehen. Ja, das geht, aber da kannst du sie nicht mehr öffnen. Also ist ja nicht schlimm, die obere musst du ja auch nicht öffnen. Ja, wenn du die untere öffnest, updatet sich die obere und geht kaputt. Warum machst du da nicht sowas hier? Ah, man erkennt schon, dass ein Unterschied ist. Oh, es geht. So schlimm ist der Unterschied. Ich würde die so lassen. Also das sieht auf jeden Fall besser aus als deine Tür. Ja, hast recht. Es sieht tatsächlich nicht schlecht aus, muss ich sagen. Es fällt auch gar nicht mal so schlimm auf. Und wer hier hinter guckt, sieht, ach, da kommt man gar nicht durch. So, fertig. Dann zwei so Lichter drüber noch. Ja. Guck mal. Top notch. Dann haben wir eine wesentlich interessantere Tür, die auch, denke ich, vom Look hier besser reinpasst. Genau. Aber die Tür muss auch ein bisschen was können. Und zwar aufgehen. Hehe. Das solltest du ja mit Redstone-Technik eigentlich bestimmt problemlos hinbekommen. Natürlich. Naturement, würde ich sagen. Natürlich. So. Natürlich. So. Und jetzt schauen wir gleich mal, dass wir das hier noch so ein bisschen hinbekommen. Irgendwas fehlt mir noch hier. Es fehlt mir. Müssen wir mal schauen. Dem Janus, dem fehlt da noch einiges. Der arme Kerl. Ja, weißt du, es ist so dieser Feinschliff, der auch einfach elementar ist. Und wie? Elementar. Sehr elementar. Absolut. Weil,
weil ohne den ist das alles so, ja, zwar schön und schick, dass man das alles hat, aber so die Details fehlen noch. Korrekt. Das ist wahr. Und wir haben ja gesagt, wir wollen es hier im Park wirklich schön machen. Es wird sicherlich Stellen geben, die kann man noch besser machen. Da werden wir auch nicht drüber streiten. Aber der Eingangsbereich sollte auf jeden Fall was sein, Das Top-Notch-Qualität bietet. was gut ist, weil da wird jeder mit in Berührung kommen. Wenn jetzt irgendwo in der Ferne irgendwas nicht bis ins kleinste Detail durchgebaut ist, dann ist das, denke ich, ja zu Genauso schlimm. verzeihen. Nein, das ist auch schlimm. Ja, natürlich ist es schlimm, aber vielleicht nicht so schlimm wie andere Sachen. Alles gut, Leute. Wir wissen ja, was Janus meinte. Und das kriegen wir auch hin. Na, hier geht's so langsam auf. Die Idee ist doch schon mal gut. So, ich arbeite jetzt nochmal so ein bisschen an den Details und dann müssen wir nochmal ein bisschen den Vorhof planen. Zack, zack. Und zack, zack. Und dann kommen jetzt nochmal. Hier vorne kann das ruhig ein bisschen auch von den Blumenstilen, die wir hier haben, so ein bisschen ja, künstlicher aussehen, da das ja auf jeden Fall einer der Bereiche ist, die gut gepflegt werden. Gute Pflege. Okidoki, so, da haben wir schon mal das jetzt fertig. Ja. Nee, das ist doof. Das ist besser. So, geht ja wieder zu, also es ist auf jeden Fall der Standard. Die geht auch von alleine zu. Das war mir ganz besonders wichtig, das jetzt auch so umzusetzen, dass eben sie von alleine zugeht. So, das heißt, das hier kommt gleich rüber. Das sieht schon mal okay aus. Das heißt, wir müssen jetzt mal den ganzen Interieurbereich und nochmal deinen Eingang machen, Josef. Genau, Interieurbereich würde ich sagen, übernimmst du, Janus. Sieht schon mal sehr ordentlich aus. So, und Janus übernimmt jetzt einmal den Interieurbereich. Jetzt könntest du einmal diesen Durchgang Komm noch hier mal mit mir bitte zu mir, machen. Josef. Sofort bitte. Da bin ich. Hier, was hast du, wenn man noch mal so Säulen Ja, macht, dann auf wirkt jeden das noch mal Fall. so ein bisschen, Auf jeden wirkt das Fall. noch mal so ein bisschen rausgehobener. Ich würde immer, und das könnt ihr auch, liebe Zuschauer, euch merken, immer wenn ihr designt, mehr ist besser tatsächlich in diesem Fall, wenn man mehr im Detail macht. Minimalistisches Design, also quasi weniger als mehr, ist auch gut, aber ins Detail zu gehen, kann noch nicht mal echt gut sein. Oh, was? Warte, Josef, hier müssen wir jetzt noch mal was ändern. Die muss ich noch mal rausnehmen, weil Warum? sonst haben wir hier einen Designbruch drinne. Das sind immer, die unteren sind immer Kannsteine. Ja, wollen wir dann vielleicht auch die Datei fortführen? Nee, das will ich nicht machen. Auch nicht hier? Nee. Okay. Mm-mm. Das ist ein Mm-mm-mm. Vierierengeruch. Ja, okay. Das ist sonst kein zu wenig Kontrast. Okay. Pass Ich auf. habe jetzt hier an der Seite nochmal so ein bisschen Stützen dran gemacht, dass es nochmal so ein bisschen stabiler aussieht. Hier hinten haben wir dann Fenster, das sieht okay aus. Das hier sieht auch Das ganz sieht schön soweit in aus. Ordnung aus. Hier kann noch eine Säule rein. Okay. Und Jetzt dieser hier. Durchgang hier. Da wurmt mich noch so ein bisschen. Da weiß ich noch nicht, was da am schönsten aussieht. Vielleicht hast du da Ideen, Janus, wie man das gestalten kann. Yes, Sir. Da müssen wir nochmal schauen, wie wir das hinbekommen. So, Sieht aber bestimmt schön. In der Zeit, während Janus das gestaltet, bereite ich mal eben kurz gleich unser kleines Vorhaben vor, das ganze Ding zu rotieren. Wird lustig. Also, wir rotieren auf jeden Fall von unten. Wo ist er denn? Von unten rotieren? Ja. So, warten Sie mal. Ja, warten Sie mal. Ihr wurde ja Ich freilich. bin auch noch mal ein bisschen am Schauen, dass es hier wieder gut passt. So. Ach komm, das kann doch nicht sein. Also Warum den können wir die Bereich denn haben nicht wir schon mal bewahren? markiert. Wie ihr seht, das ist der Bereich, der gleich rotiert wird. Alles Wir drin? brauchen noch ein bisschen. Ja, Wir brauchen es noch wird ein noch bisschen. ordentlich werden. Erstmal sollen hier die Details sein. Wir müssen jetzt erstmal nochmal schauen. Schade, dass man die nicht einfach in der Luft platzieren kann. Das ist doch auch schon Kacke wieder. Das Leben wäre zu einfach. Ja, ich merke es immer wieder. Ich merke es immer wieder. Klong, klong. Doch. Das machen wir auf jeden Fall so.
Ja, dass wir die hier ein bisschen drin haben, dass wir aneinander kommen. Und dann ziehen wir hier jetzt mal kurz so einen kleinen Boden ein. Den machen wir aber aus Slabs, dass es hier interessanter aussieht. Interessant, das hat er nicht betont. Interessanter. So, die weiten Wände, ne? Ich habe eine Idee. Es gibt ein Design, was ich immer wieder schön finde, und genau das Design wende ich jetzt hier an. Und zwar ist das genau dieses Design, wo man quasi die Wände riffelt. Riffelt? Ja, so, ich sage jetzt mal riffeln. Also fällt gerade kein besseres Wort für ein. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir es natürlich auch hier hinkriegen. Man wird ein wenig diesen Kolben sehen an dieser Stelle. Das gefällt mir natürlich nicht, den Kolben, das will man dann selbstverständlich nicht sehen. Aber dann riffeln wir das hier mal. So, erstmal reißen wir alles hier an Wänden ab. Wir sollten vielleicht eine untere Leiste einbauen. Das wäre erstmal so die Kernidee. Bauen wir die Leiste ein mit einem hellen Material, um so einen schönen Kontrast zu setzen. So. Da setzen wir Kontrast mit der unteren Leiste. Design macht schon echt Spaß, Janus, oder? Ja, ist halt ein bisschen ruhiger, muss man sagen. Einfach, das merkt man auch in den Folgen, aber ich finde es immer persönlich angenehm, sehr entspannt. Ich auch. Das lassen wir mal so alles, wie es war. Das lassen wir mal alles, wie es war. So sieht es gar nicht so schlecht aus. Und dann so, das ist jetzt meine Rifflung. Zack, zack. Ja, das ist gut. Das kann man echt immer wieder gebrauchen. So sieht es besser aus, ne? Ah. Nee. Wir gucken wir mal gleich, wenn es gedoppelt ist, wie das wirkt. Das haben wir jetzt. Das ist die Ebene. Ah, das Holz will ich nicht nach oben ziehen. Das will ich nicht nach oben ziehen. Nee. Auf dem Boden sieht es gut aus. Als Wand, das wird sonst zu holzlastig. Ich würde hier die ganz normal setzen. Okay. Oder wie wir es hier haben, einfach das Muster fortführen. Dass man das sozusagen. Das Äußere hat, was wir auch hier haben. Ausgang, das sieht noch nicht so passend aus. Wollen wir nicht das gleiche Design, was wir hier auch haben, einfach stumpf reinziehen? Also mit Pilzfarben? Also, ja, ich weiß nicht, aber ich finde es von innen schöner, wenn wir ein Wanddesign haben. Und jetzt kommt jetzt hier noch irgendwie was drüber, ne? Mal gucken, was. Nee. Ich würde es so machen. Also, dass wir die Steine, die wir auch woanders schon verwendet haben, auf der gleichen Ebene hier oben durchziehen. Was dann haben wir nämlich einen flüssigeren Übergang vom Look. Ja. Bone. Bone-Blöcke. Nicht zu unterschätzen. Achso, das ist die weißen. Also, das ist eine Linie ziehen, die wir haben. Das darf ruhig ein bisschen Kontrast sein. Warum nimmst du die nicht aus Stein, dass es so passt wie beim äußeren Gebäude? Ich finde es ganz cool, wenn man Kontraste setzen, so hier als die Durchgangsschleuse. Ich weiß nicht. Dann nimm lieber bitte weißen Mushroom. Ich weiß ja nicht, wie es mit dem Texture Pack aussieht. Also bei mir sieht es tatsächlich sehr gut aus. Obwohl, naja, noch schöner. Ja, noch besser. Okay, nichts gesagt. Weil den haben wir schon im Gebäude woanders oben drüber verwendet. Dann wird der wenig gleichen Innenbereich nochmal so aufgegriffen werden und wird nicht zu sehr fremd sein. Passt halt ganz gut. Ich würde den nicht hochziehen, Josef. Dann mach lieber da Holz hin. Weil sonst ist das nicht schön auf beiden Seiten. Zack, zack. Warte mal, irgendwas hier. Achso, den kannst du nochmal genau neu setzen, dann passt das. Ich will irgendwie die Tür framen, finde ich irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwas sagt mir, dass die Tür geframed werden sollte. Was ist, wenn wir die Tür von innen framen, also von der Seite aus framen? Und wenn wir jetzt das Frame-Design anpassen an das, was wir bereits schon als Design-Language hier haben? Ja. Wäre das so und wir würden jetzt hier noch den Boden schnell angleichen, dann wäre das so geframed. Jetzt passt natürlich der Bereich hier nicht, aber was ist, wenn man jetzt hier unseren Mushroom, nee, das nehmen wir als Mushroom, nach oben zieht? Und wir hier und hier den Mushroom so mal nach oben ziehen, dass wir quasi hier einmal quasi die Mitte abspalten. Da würde ich dann aber Holz nehmen, weil das haben wir überall. Dann nehmen wir Holz. Dann machen wir kurz Holz dahin und. Dann hätten wir es, dann wäre es nämlich symmetrisch in der Mitte. Und das gefällt mir gut. Weißt du warum? Weil wir jetzt hier hinschreiben können: Ausgang. So. Dann haben wir dann noch. Kannst du nicht eine Single-Tür machen?
Es ist schöner mit einer Doppeltür, weil man leichter... Finde ich nicht, so ist nicht symmetrisch. Okay. Dann, so können wir es jetzt machen. Dann könntest du theoretisch wieder das Weiße hinsetzen, noch mal Holz. Mach nochmal das genau. Mach nochmal hier Mushroom Stem. Besser. Ja. So finde ich auch. So ist gut, glaube ich. Wenn wir es auf der anderen Seite machen, dann haben wir es so. So, es fehlt jetzt im nächsten Schritt auf jeden Fall noch was. Die hier, Josef, würde ich so machen, dass man durch die andere Seite durchschauen kann. Also eventuell auf der Seite mit Half Slabs arbeiten. In dem Muster. Nee, es ist ja doppelt, quasi doppelt gemoppelt. Also quasi das Ding wird einmal gleich gedreht. Ich weiß, dann hättest du aber eine Lücke, dann sieht das nicht so eng aus. Kommen wir vielleicht mal testen? Sicher? Wir können es ja immer noch probieren. Leute, jetzt wollen wir tatsächlich mal das Ganze drehen. Nee, noch nicht. Wir sind noch lange nicht fertig. Wir müssen hier das außenrum noch alles machen, die kleinen Kleinigkeiten, bevor wir das doppelt machen. Was denn? Da hast du schon recht, dass wir da noch mal ein bisschen vorsichtiger arbeiten. Mit dem Boden, Josef, ich würde den hier einfach durchziehen. Ich finde das mit dem Holz sexy. Gut, da mache ich den Boden. Ich mache schon. Ja, genau. Lass ich den machen, lieber mich den machen, bevor... Kannst du jetzt verbauen. So. Weil dann sieht das ein bisschen auch eher nach einem Wegstück aus, was passt. Und dann sieht das schon mal halbwegs gut aus. So, das haben wir. Hier würde ich tatsächlich weniger mit Bonemehl arbeiten und mehr mit den Sachen, die wir schon haben. Das mache ich nochmal ein bisschen neu, Josef, wenn das okay ist. Klar. So. Da greifen wir dann lieber nochmal so ein bisschen zu den Materialien, die wir auch sonst hier vorfinden. Okay. Das ist der tote Busch. Das sieht schon mal sehr gut aus. Das hohe Pfahn, das niedrige Pfahn. Zack, zack, zack. Damit können wir jetzt auch schon mal arbeiten. Large Pfahn. Es fehlt noch die Beleuchtung hier vorne. Ja, wir müssen allgemein noch mit Beleuchtung arbeiten, auch hier beim Durchgang. Da wollte ich vielleicht gucken, dass man jetzt hier so eine kleine Decke reinmacht. Ich fange mal an mit Redstone-Lampen und dass wir die dann eventuell nochmal ein bisschen netter verkleiden. Ah, ich würde eher mit Lantern arbeiten, glaube ich, Josef. Ja, warte, lass mich mal, ich probiere was aus, okay? Ja, mach mal. Man kann ja ganz vieles Schönes machen. Das ist natürlich auch interessant hier. Im Holz, was du hier hast, kann man da nicht was anderes machen? Na, oder so, dass das zumindest gleich ist vom Design. Wenn da die Holzblöcke sind, dass wir die auch hier so fortführen. So viel Liebe muss sein. Ja. Und jetzt... So. Jetzt müssen wir auch hier irgendwie diesen Torbogen schöner gestalten, Janus. Ich weiß noch nicht wie. Ich würde vielleicht mit Cobble Stairs versuchen, zumindest eine Andeutung eines Bogens hier reinzuziehen. Hast du zu viel Stein schon an der Stelle? Warte mal. Kann man da nicht eventuell hier, warte mal, das kenne ich auch. Du kannst ja, darf ich nur? Du kannst ja auch theoretisch sowas hier als Holzelement nutzen. Ja, das finde ich schon besser. Warte mal, ich bin mal überlegen. Nee, sieht aber eigentlich gut aus. So ist schon relativ stimmig. Das ist ja hier wirklich der Haupteingang. So. Das heißt, wir haben die Glocken. Wir haben das, kommt rein. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall noch hier jetzt erstmal weitermachen. Genau. Den Boden würde ich hier so lassen, das sieht nach dem Inneren und aus. Und das, meine Damen und Herren, gibt es dann in der nächsten Folge bei Janus. Und vielleicht sind wir dann schon so weit, das ganze Ding zu rotieren. Wir bleiben gespannt und wir bedanken uns fürs Zuschauen, sagen macht's gut, bis bald und ciao, Leute. Ciao, Leute. Aha, aha, aha.